Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind das Duo Fuß Leichtfried, Dominik Fuß Trompete. Jörg Leichtfried Piano. Danke sehr. Und auch danke an den Christian Salmhofer, das ist großartig, was er da macht. Ich habe das Programm gelesen und das ist ja wirklich toll. Bis 1. September geht es durch und das ist echt tolles Programm und tolle Leute und wahnsinniger Einsatz, den man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, was da geleistet wird von Christian und Renate. Und Theo. Und Theo. Ja, und auch danke an Walter Schneider für das Klavier. Das ist auch toll, dass wir halt ein akustisches Klavier da haben, Flügel. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. So, die ersten drei Stücke, die wir gespielt haben. Das erste Stück war ein Stück von mir, heißt We. Das zweite Stück war ein Solotrompetenstück von Dominik Fuß, das heißt Fragmente. Und dann haben wir sind wir abgebogen in wieder ein Stück von mir, das heißt Otschka. Otschka. So, als nächstes Stück spielen wir ein Stück von Dominik Fuß mit dem Titel Dots and Flowers. Vielen Dank. Das hat nämlich die gleichen Harmonien wie Otschka. Some flowers. Thank you.
Dankeschön. Das ist heute unser Generalprobenkonzert oder für den Bayerischen Rundfunk. Nächste Woche spielen wir in Regensburg. Das wird aufgezeichnet beim Bayerischen Rundfunk, wird dann auch gesendet. Und wir freuen uns, dass wir vor euch das ein paar neue Stücke auch spielen dürfen. Das letzte Stück war ein relativ neues von mir. Das heißt The Downside. Hat ein bisschen was mit Down Under zu tun, weil ich in Australien war. Und soll ein bisschen auch einen humoristischen oder spaßigen Touch haben. Das nächste Stück, das wir spielen, ist ein Stück von Jörg. Das hat er geschrieben während einem Aufenthalt in Paris. Da hat er Soloklavier gespielt in der Botschaft in Paris. Und das Stück besteht eigentlich aus zwei Stücken. Das eine ist beides ein bisschen französisch angelehnt, viel und drei Viertel. Und das heißt Two Nights in Paris. Thank you.
Thank you.
Danke sehr. Dominik Fuß, Trompete. Ja, gleich mit Piano. Vielen Dank. Danke nochmal, dass wir heute da sein dürfen und spielen. Es ist eine große, große, große Freude. Wir spielen zum Teil Programm aus unserer neuen Duo-CD. Die heißt Little Tales of Light and Sorrow. Wir haben sie auch hier. Falls Sie eine CD erwerben möchten, sehr gerne. Wir spielen heute ein Set und sind schon etwas fortgeschritten im Set. Das letzte Stück, das wir gespielt haben, war eine Komposition von mir. Sie heißt Aufenthalt in Swinemünde. Das nächste Stück, das wir spielen, ist eine Komposition von Dominik mit dem Titel Dunkelbunt Part 2. Vielen Dank. Danke sehr. Thank you.
letzte Stück, nicht das letzte des heutigen Abends. Ich darf mich recht herzlich nochmal bedanken fürs Kommen, für den lauen Sommerabend, das es quasi gehalten hat mit Klavier. Danke dir, Christian, für alles, für die ganze Vorarbeit. Danke dem Kollegium, Timo und Nora. Danke. Danke meiner Freundin für den schönen Vortrag. Und das Stück ist meiner Heimatstadt gewidmet. Es ist ein gospeliger Dreivierteltakt. Es ist einer meiner Hits auf iTunes, eines der meist downgeloadetsten Lieder im Jahr. Kommt auf 6 Stück circa. Ist auch auf der neuen CD drauf. Und wir schließen ab mit dem Stück Viennese Enten. Thank you.
Ja, danke sehr. Vielen, vielen Dank, danke. Wir würden jetzt noch gerne das Zugabe ein Stück spielen. Es ist ein ganz neues Stück von mir, wir haben es noch nie gespielt. Heute Premiere. Danke fürs Kommen, danke. Ein G? Unser Konzept ist ja, wisst ihr, die meisten sehr einfach. Wir haben keine Overhead-Kosten, sondern das fließt direkt so rein. Also es gibt 100% den Musikern. Und dann gibt es ja auch ein bisschen ein Bier, ein höhlengekühltes. Das bringen wir erst dann aus der Höhle raus. Gell? Na gut, weiß ich. Bitte. Thank you.
Theo Klima, Kultur, Grund. Weiterhin, okay. Ich muss mich umstellen. Also wir tun das dann alles auf YouTube auch draufstellen. Und ich denke mal, das wird heute eine ganz super Aufnahme gewesen, aber so tolle Musiker kriegt man auch selten in die Waldarena. Gell? Wir müssen das Publikum noch ein bisschen mehr erziehen. Gell? Die singen uns ja von Madakuski noch fertig von gestern. Aber zählt bitte herum, dass man so eine Musik da auch hören muss. Morgen sind wir wieder auf der Funk-Schiene, also man gibt Sprints und so in die Richtung, also mit Jörg Habern am Schlagzeug, ein begnadeter Schlagzeuger, und das wird bei der Almut oben, der 50er von der Almut Knaller feiern, und morgen kommt er mit seiner Band, und am Dienstag, was ist da? Am Dienstag ist Christian Höbling, kennt ihn, kennt jeder, die Urlauber sollten einfach herkommen, um sich ein bisschen kennenzulernen, eine Zielsteiger hier in Kärnten. Und dann am Donnerstag ist Asia Waldschitz mit Raphael Bäuschen. Mittwoch ist der Dienstag. Okay, dann ist es Dienstag. Okay, aber ich kenne sie noch schon im Heft, ich merke meinen Rollen. Aber die Asia ist super, die ist mit Bass-Ukulele. Keiner weiß, was das ist, aber Cello, Bass, Ukulele, das wird sicher spannende Sache werden. Und dann eben Kindertheater, also da müssen wir ab